Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate von mir. Heute soll es um den vierten Monat gehen, von der 13. bis zur 16. Schwangerschaftswoche. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. Ich habe Handwerker an meinem Haus und die gucken mir hierzu beim Videodreh. Aber ich muss die Jalousien oben lassen, weil sonst schlechteres Licht für euch ist. Egal, ich hoffe, die gucken hier nicht allzu oft rein. Am Ende des Videos zeige ich euch das erste Mal meinen Babybauch. Genau. Jetzt kann man endlich was erkennen. Davor war das ja immer noch relativ wenig. Fangen wir an mit den Eckdaten. Ich habe hier meinen Mami-Pass zur Hand. Und heute gibt es auch ein Foto für euch, ein Ultraschallbild. Ich habe sogar mehrere Bilder bekommen. Unser Baby war zur 16. Schwangerschaftswoche 15 cm groß und 150 Gramm schwer oder leicht noch. Hier sind die Bilder, ich werde es euch nah einblenden. Wir haben auch in der 16. Schwangerschaftswoche das Geschlecht gesagt bekommen. Wir bekommen ein drittes Mädchen, für die, die es noch nicht wissen oder neu eingeschaltet haben. Genau, ein drittes Mädchen, man konnte deutlich die drei Linien erkennen. Die Schamlippen haben sich hervorragend im Ultraschall gezeigt. Unser Baby lag wirklich mit dem Beinchen gespreizt. Perfekt. Alex war bei dem Termin auch dabei und wollte das zusammen mit mir erfahren, was total schön war, und wir haben uns natürlich mega gefreut. Im vierten Schwangerschaftsmonat sind die Organe komplett angelegt. Natürlich müssen sie noch reifen. Das Baby streckt sich jetzt im Körper, es liegt nicht mehr ganz so verkrümmt da. Und zum Ende des vierten Monats ist das Baby so groß wie eine Paprika. Leute, überlegt euch mal, eine Paprika. So groß. Das Baby nimmt jetzt auch schon Berührungen oder Bewegungen von außen wahr. Ab der 15. Woche habe ich das Baby auch das erste Mal gespürt. Jetzt wird es hier richtig laut. Genau, es fühlt sich an, wie als ob man von innen gestreichelt wird. Ich kann es nicht beschreiben. Ich habe eine Hinterwandplazenta. Somit habe ich die Kindsbewegung auch noch öfters gespürt. Und zum Ende der 16. Schwangerschaftswoche hat man auch von außen so ganz, ganz leicht den Bauch wackeln sehen, wenn das Baby sich bewegt hat. Ich habe bis zum vierten Monat 2 Kilo zugenommen. Das ist ganz okay dafür, wenn man überlegt, dass ich bis zur 15., 16. Schwangerschaftswoche wirklich noch mit Übelkeit zu kämpfen hatte. Also es war extrem schlimm. Aber es ging wirklich mit der 16. Schwangerschaftswoche bergauf. Aber das wird es dann im nächsten Update geben. Unser Baby ist gesund, das ist die Hauptsache. Trotzdem gibt es natürlich immer mal Beschwerden, die ich auch noch ansprechen möchte. Der Harnrang hat sich extrem vermehrt, dadurch, dass der Bauch jetzt auch gewachsen ist. Muss ich öfters zur Toilette, was sich natürlich nicht verhindern lässt. Ich bin tagsüber nicht mehr so müde wie vorher, aber was soll ich sagen? Ich brauche einfach noch mittags, wenn Pauline ihren Mittagsschlaf macht. Ich versuche die Zeit halt mit Nickerchen zu verbringen und lasse den Haushalt einfach mal liegen. Was, denke ich, auch mein gutes Recht ist. Im vierten Monat habe ich dann auch das erste Babykleidungsstück gekauft. Wir können natürlich noch sehr viel von der Pauline benutzen. Da ist ja noch fast alles wie neu. Aber ich finde, so ein, zwei Teile dürfen auch gerne neu einziehen. Auch gerade zur Geburt, was sie dann anhat. Sonst hatte ich im vierten Monat keine Beschwerden. Also die Übelkeit war, wie gesagt, bis zum Schluss des vierten Monats da. Mit Erbrechen, meistens morgens, aber nicht mehr ganz so oft. Und ab und zu mal ein bisschen Rückenschmerzen, wenn ich zu lange gesessen habe. Aber ich will mich nicht beschweren, das sind alles so Kleinigkeiten. Übrigens hat das Baby jetzt auch seine Saug- und Greifreflexe, sprich es kann schon am Daumen wuckeln. Manchmal sieht man das auf dem Ultraschallbild, das ist ganz süß. Unsere hat Disney gemacht, Edgy Badge. Das sieht man auch in einem Ultraschallbild, das kann ich euch auch mal einblenden. Mega, mega süß. Jetzt wird es wahrscheinlich dunkler, weil gerade der Handwerker vor meinem Fenster rumturnt. Wir sind ja im vierten Monat umgezogen. Und ich muss sagen, dass ich durch den ganzen Umzugsstress und alles das manchmal total vergessen habe, dass ich schwanger bin. Und ich abends dann im Bett lag und dachte, krass, du bist schwanger und es geht alles viel zu schnell. Die dritte Schwangerschaft geht noch schneller vorbei wie die anderen beiden Schwangerschaften. Ich habe jetzt aktuell bald Halbzeit, das ist unglaublich. Doch noch eine Beschwerde im vierten Monat, die mir gerade einfällt. Ich hatte extreme Unterleibschmerzen. So ein periodenartiger Schmerz. Zwischendurch war es echt so, dass ich gelaufen bin oder gegangen bin oder spazieren war und ich zu Alex gesagt habe, warte mal gerade, das tut gerade extrem weh im Unterleib. Das kommt aber einfach daher, weil das Baby in dem Zeitraum extrem schnell wächst und sie natürlich die Gebärmutter und die Gebärmutterbänder, das muss ich halt alles dehnen. Da hat mir Magnesium sehr gut geholfen, kann ich euch empfehlen, aber klärt das auf jeden Fall vorher mit euren Frauen ab. Moment,
So, ich habe jetzt Baby Pauline mit im Babyzimmer. Übrigens fand ich es mega, dass ihr mir so viele Kommentare dagelassen habt wegen dem Drehhintergrund. Wie findet ihr den Drehhintergrund? Ich finde es ganz süß mit Paulinchens Wolkenwand. Oh nein, Pauline, das ist Mamas Kamera. Ich zeige euch jetzt noch mal ein Babybäuchchen. So. Ja. Sieht der zurzeit aus? Weil man sieht schon ein kleines Bäuchchen. Ich glaube, so ist noch mal extremer. Ja, meine Lieben, das war das Schwangerschaftsupdate aus dem 4. Monat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir wie immer gerne Feedback da. Und ich würde sagen, bis bald. Tschüss.